Wie oft werden Sie da unten auf die Uhr schauen? Wie langsam sich ein Zeiger drehen kann? Acht Umdrehungen hat der Sekundenzeiger erst getan in der zweiten Hälfte. Alofs. Vorteil. Die Chance. Rufer, Rufer. Das Tor, da ist es. Das 2:0. Und ich wage zu prophezeien, das ist der Europapokalsieg für den SV Werder Bremen. Was für eine mutige Entscheidung des Schiedsrichters. Er hat Vorteil laufen lassen. Und Winton Rufer hat ihn genutzt. 55. Minute um den Torwart herum. Depression bei Monaco. Und im letzten Moment gab er ihm den letzten Dreh über die Linie. Winton Rufer. Wenig zu sehen von ihm in diesem Spiel bislang. Großartig gemacht mit dem Außenriss um Jean-Luc Ettori herum. Das 2:0. 55. Minute. Und wer gab den Pass? Die Elf, Klaus Allofs, Monaco Klaus. Aller guten